Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Beyond Good and Evil. Und wir haben vorhin den Code entziffert gekriegt. Den schauen wir es nochmal an. Nee, warte mal, ich wollte nicht das. Ich wollte... wo kann ich das jetzt nochmal anschauen? Hier. Ich hoffe, das ist ein G6T4. Wenn er ihn nicht... G6T4. Ja, ich will das irgendwo eingeben. So, G6, da kommt schon 6, T4, so, T4, na komm, hallo, so, nein, oh, diese Spirale macht mich wahnsinnig. So, und das ist dann bestimmt richtig. Yeah, korrekter Code, sehr schön. Die Zahnräder drehen sich wie von magischer Hand und die Tür öffnet sich. Ebenfalls sehr magisch. Ich hoffe, ich muss dahin, weil ich weiß nicht, wo es sonst lang geht. Deswegen gehen wir einfach mal in den Aufzugraum. Gut. Was auch immer. Na gut. Mach mal auf hier. Ich bin leider ein bisschen unbegabt, was sowas angeht. Ich töte lieber Viecher. Ja, und jetzt? Sieht nicht gut aus, aber dort ist einige Kisten, wir müssen mehr rausfinden. Okay, ja, hast du jetzt toll aufgebrochen hier. Ah. Okay, wir sollten von jetzt an auf Zehenspitzen laufen, Jade. Keine Angst, Onkel Paige. Wir schießen ein paar Fotos und dann ab nach Hause. Das Johnny, ist wohl wahr. Ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. So, die Karte war hier. Okay, wir haben ja viel von der Karte. Wow, da wo das Ausrufezeichen ist, da ist auch die Perle. Was für ein unfassbarer Zufall. So, Etage, Etage. Okay. Ja, was war nochmal so meine Mission? Die Agenten berichten verdächtige Aktivitäten auf der Fabrik. Okay, das muss ich fotografieren. Also ich muss irgendwas Verdächtiges... Ah ja, irgendwie Menschenhandel und sowas war das ja hier, ne? Was ist das denn? Irgendwas sagt mir, dass ich da nicht durch kann. Da ist eine Maus. Eine Rattus Gigantus. Eine gigantische Ratte, sehr schön. Nee, ich will da irgendwie nicht hin. Ich will irgendwie dahin. Boah, ich kann die treten! Oh, wie fies! Oh, wie gemein. Die armen, süßen, kleinen Ratten. Okay, das sieht leider auch unpassierbar aus. Dann gehen wir doch lieber mal dahin. Ups. Ich drück mal die falsche Taste. So, wie war das hier nochmal? Genau. Sehr schön. Genau. Ups. Mann, falsch. So. Und dann hier wieder. Bam. Und dann machen wir es mal für das Schwein hier. Halt durch, Jade, ich komme! So viel zum Thema Zehenspitzen. Er ist einfach nicht zu bemerken mit seinem leisen Kampfschrei. Was ist das hier eigentlich? Okay, ja, jetzt habe ich wieder so ein Mist hier. Mal umgucken. Ein paar Ratten. Was kann ich denn damit machen? Ich komm schon, Jade! Achso, Moment, ich kann das dahin verschieben. Nee, ich kann das dahin schieben, weil da ist schon ein sehr offensichtlicher Weg, aber ich weiß nicht, ob mir das irgendwie hilft. Einfach probieren. Einfach probieren, denn das geht bekanntlich über Studieren. Mal sehen. So. Wenn du mich fragst, bewegt sich das kein Stück. Ja, ich sehe es, ja, aber. Das schaffe ich nie. Na los! Hilf mir! Wegen dir werde ich noch meine schönen Jetboots ganz abnutzen, Jade. Oh nein. Aber die brauchen wir noch. Schrei im Personennahverkehr. Und los. Aber das ist längst nicht alles. So. So viel zu ihrem tollen Sicherheitssystem. Ja, wirklich. So. Okay, was ist das denn? Das sieht ein bisschen verdächtig aus. Ein Reaper? Sie hetzen uns einen Reaper auf den Hals. Und er sieht aus, als wäre er auf der Jagd. Er muss auf die Rohre aufpassen. Was ist ein Reaper? Ich hab Angst. Es wird zu riskant, Jade. Warum macht er Atomspuren? Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht. Drehen wir um, solange wir noch können.
Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt, dann werden wir hier am dringendsten gebraucht. Aber was ist das? Das ist ein Reaper. Okay. Aufzug. Schiebetür. Okay, ich bin sehr verwirrt. Und ich weiß nicht so recht, was mir das sagen soll hier. Deswegen speichere ich erstmal. Kurzer Schnitt. Ich mache nur einen Schnitt, weil ich der Meinung bin, dass das nicht so gespannt ist, mir zu gucken, wie ich speichere. Gut, wir haben hier eine lustige Atomspur, der ich irgendwie nicht nachgehen will. Was hat's damit auf sich? Ein Aufzug. Okay, drücken mal. Okay, dann gehst du da lang. Ich geh einfach mal da lang. Wo ich kann. Westflügel. Okay. Lastenaufzug direkt voraus, Jade. Ich sehe es, aber. Ja, Tatsache. Okay. Ich hätte gerne eine Karte eigentlich. Sie kommen von überall her! Bam! Töten! Töten! Töten, 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 töten! Sie sehen sehr niedlich aus, die Dinger. Also nicht. Wie soll ich denn die da oben rankommen? Oh, ja toll. Greif mich an, du blöde Sau hier. Komm her. Komm her! Wann rennst du? Du feiges Gerät. Ja. Oh, warte mal. Kann ich die auch fotografieren? Ja toll. Ah, da ist noch eins. Okay, das ist in dem Sinne kein Tier. Gut. War's das? Nein, nein, nichts zu danken. Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Der ist so nett. Ja, ich geb dir gleich strahlendes Lächeln. Der ist so nett. Die zwei sind ein sehr schönes Team, muss ich sagen. Das finde ich sehr angenehm. Macht gleich noch viel mehr Spaß zu spielen. Muss ich hier rein? Ich schätze ja. Los geht's. Los geht's und befördere mich irgendwo hin. Wie fahre ich alleine hin? Ohne Page. Ey, die haben mir so viel Leben abgesaugt, sehe ich gerade. Boah, bin ich sauer. Okay. Wo willst du hin? Ich sehe mich da drüben mal um. Okidoki, ich sitze wohl hier fest. Sei vorsichtig! Mach dir keine Sorgen. Ich schaff das auch schon alleine. Hoffe ich. Oh nein. Scheiße, nein. Geh weg. Wow, er hat ein Laserschwert. Es ist aus Star Wars. Oh mein Gott. Oh, schön. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Sogar drei, würde ich mal sagen. Ist das hier irgendwas? Nein. Ja, dann gehen wir mal den offensichtlichen Weg. Wo auch ein schön gekennzeichneter Pfeil ist. Oh. Oh Gott. Ein Reaper, glaube ich. Es ist leuchtend grün. Oh, Menschen! Das ist doch der Typ! Der Typ! Oh mein Gott! Ich habe vergessen, wie er heißt, aber das ist der Typ! Okay, machen wir mal schnell ein Foto davon. Oder? Bericht. Er lebt noch! Ich wusste es! Ist das offensichtlich? Du hast es, Shawnee. Das ist der erste Beweis. Kann ich helfen? Hallo? Okay, da ist ein Knopf. Ah, der Code. Okay. Ja, das ist ganz gut, wenn ich jetzt einen Code krieg. Nutripillenfabrik. Geschützter Verschluss. Ja, den hätte ich jetzt gern, weil irgendwie sieht das da hier nicht so schön aus. Jo, ich hab einen. Das sehr sollte schön funktionieren. Aber Vorsicht. H5S8. H5S8. Ich glaube, ich esse davon mal schnell was. H5S8. H... Wo ist das jetzt? H5S8. Okay, Leute, und ich werde erst im nächsten Teil bestätigen, damit ich hier voll die Spannung aufbaue. Und man sieht sich beim nächsten Teil von Beyond Good and Evil. Bis später!